Swapper Folge 7. Ich kann nicht mehr springen. Doch, geht noch. Den Stein kennen wir schon. Wo muss ich denn hin? Hier ist noch eine Tür. Nehmen wir auch die, oder? Und da sind nochmal zwei Türen. Schieß dich hier langsam wieder hoch. Hm. Das kann Männchen mehr. Lauf einmal ein Stück einfach nach links immer. Achso, ja. Damit die halt dann irgendwo unten sich auflösen oder kaputt gehen. Die lösen sie aber nicht auf. Na dann. Nee, wieso kann ich... Weil die halt nicht sterben. Ach, die sind alle... Wir leben halt alle noch. Toll. Muss man von vorne anfangen. Die laufen weg. Oh, ich kriege ich. Super. Ja, muss halt am besten halt, ja, wenn du von ganz links schon anfängst, ja genau, dass du halt möglichst wenig Männchen verschwendest. Genau. Super. Könnten wir jetzt dahin reisen, aber ist ja Quatsch. Wir müssen ja eh nur einen Raum weiter. Ja, aber ich könnte dich so schön teleportieren. Na gut. Ich will dich nicht abhalten. Doch, wolltest du. Ja, schon, aber habe ich dann ja relativ schnell aufgegeben. Ich bin ja sehr umgänglich. Hm. Accident Report. Albert Petrovic und Diana Moss. Ranking Crew Member Statement. Oh. Petrovic and Moss volunteer to take part in the first test engagement of the swapping core between individual crew members. The procedure was conducted safely, however both crew members immediately reported extensive memory loss, meaning it has been impossible to verify whether a swap actually took place or not. With a little more time, we believe we can correct for the memory loss and complete the experiment successfully. Commander's assessment. A complete ban on all testing of the swapper device between individual crew members is to take effect immediately. I understand your safety record for use of this device between clone subjects remains untarnished. Consider yourselves fortunate that this avenue of research remains open to you. Okay, sie haben also nicht nur, wie wir jetzt das benutzt haben, Klone erstellt und da dann den Geist reintransferiert, sondern sie haben auch versucht, zwischen zwei Leuten die Seelen zu transferieren, also einfach auszutauschen. Ja. Was nicht so gut geklappt hat, weil bestimmt, sie einfach ihr Gedächtnis verloren haben. Das ist mit unseren Helden auch passiert. Dass sie das Gedächtnis verloren haben und gar nicht mehr wussten, wer ist. Möglich, ja. Da stand dann jetzt in dem Text, dass sie dadurch überhaupt nicht verifizieren konnten, ob das stattgefunden hat, weil sie halt überhaupt nicht mehr wussten, wer sie sind eh. Ja. Aber ist das nicht auch, wenn man die Seele transferiert, dass man so auch Charaktereigenschaften, also wenn jetzt sich die eine eher, weiß ich, zum Beispiel aufbrausend war, dass das mit erhalten bleibt? Oder gänge das jetzt auch mit verloren bei, keine Ahnung, bei einem Extensive Memory Loss? Ich bin ja da kein Fachmann. Jetzt kriege ich den da nicht mehr raus. Das heißt, hier unten steht auf jeden Fall so ein Bursche drin. Muss das sein, dass der unten steht? Ja, wie soll ich denn den rauskriegen? Weiß ich nicht. Kann den ja nicht töten. Schade. So, also hier kann ich... Was passiert, wenn du auf die Plattform gehst? Dann geht das rote Licht aus. Welcher bist du? Der da oben? Ich muss hier noch einen... Ja, ich muss hier noch einen hinbringen. Dann geht hier die Tür auf. So könnte es klappen langsam. Au. Genau. Der unten muss weiter rechts stehen, ja, okay. Wenn du eine Lösung weißt, sag's. Ne, du stellst dich jetzt ganz nach links. Also hier muss einer stehen. Du stellst dich relativ weit nach links. So, jetzt gucken, so. Genau. Also hier muss ich jetzt sowieso... Einen stellst da oben hin. Genau, und einen nach rechts stellen noch. Möglichst weit nach rechts, einfach dahin ballern, genau. Jetzt gehst du oben in den... Wo muss man oben in den rein? Muss man gar nicht. Geh in den rechts rein. Und lauf nach rechts gegen die Wand. Aber den... Nee, den erzeuge ich jetzt noch nicht, oder? Nee, jetzt noch nicht, weil du nach rechts gehen musst. Sonst fällt der gleich wieder runter. Genau, jetzt gehen wir nach rechts, bis du auf die Schranke gehst. Oh. So. Kannst du jetzt in den rein teleportieren oben? Ja, müsste ja gehen. In den linken. Nee, in den linken, der steht hier. Mal guck. Aber hier kann ich ja keinen... Achso, wenn du einen umbringst, ist er natürlich hinüber. Und wenn ich komme mit dem jetzt nicht so weit rüber, dass ich hier einen herzaubern kann. Dann
oder? Stopp, aber das müsste... Ich habe ja jetzt schon 4, mehr gehen ja nicht. Ja. Weil der eine da unten blöd rumsteht. Kannst du nicht mal komplett rausgehen? Dass man den da nicht verliert? Oder ich habe nicht aufgepasst oder nicht mehr, weiß nicht mehr, wie es am Anfang aussieht. Muss man den da drin verlieren? Oder kannst du raus hier? Dass das nochmal resettet wird? Ich wüsste nicht wie. Ne, teleportiere ich mal raus, verlass mal den Raum. Das meine ich damit, ob dann doch alles resettet. Aber ich kann mich nicht einfach so teleportieren. Du kannst einfach rausgehen aus dem Raum. Ach so, meinst. Dass halt keiner da unten in dem blöden Kabuff steht. So, genau. Dass du dich halt nicht da reinfällst. Ach, dann war das eine Falle. Ah, nee, man braucht die. Guck an. Ach ja, genau, okay. Das ist schade. Okay. So, mal kurz durchziehen. Wie viel kannst du jetzt noch machen? Du kannst noch 3 erstellen, oder? Genau. Wenn wir einen oben, einer da, 1, 2. Wenn du weit genug links steht, müsste das klappen. Du müsstest halt noch... Achso, nee, das jetzt noch nicht. Ja, aber wenn ich den, ich kann, um den auf die Plattform zu kriegen, dann ziehe ich halt den automatisch mit und ich kann den ja nicht töten. So, jetzt bin ich wieder so weit, wie vorher war. Und ich müsste eigentlich in den rein. Und dann den hier töten irgendwie, oder den. Aber es geht ja nicht, ich kann ja keinen töten. Sobald du den linken tötest, du brauchst die beiden auf der Plattform. Ja. Weil so, entweder, wenn du oben die Plattform verlässt, geht es tot zu, wenn du den linken Plattform verlässt, geht das rote Licht an. Geh mal von der Plattform runter, ich möchte mal gucken, genau wie der rote Lichtkegel aussieht. So sieht der Lichtkegel aus, das ist natürlich, blockiert das komplett. Du musst beide Plattformen belegen, darfst unten aber nur einen einzigen haben. Wenn man nach links geht, läuft der immer gegen die Wand. Das müsste gehen. Das müsste. Bitte wie? Lass mich ganz kurz nachdenken. Man läuft da oben, wenn man nach links geht, immer gegen die Wand. Also kann man von hier aus nach links gehen. Er schafft ihn als erstes. Jetzt geh nach links. Dann kann ich mich nach links bewegen. Und jetzt kannst du das alles machen, was du brauchst. Noch nicht komplett so. Schauen wir jetzt. Nee, warte. Noch nicht ganz. Muss ich den hier brauche ich jetzt gar nicht mehr, oder? Im Moment nicht, aber vielleicht. Ganz... Ach so, ja. Ah, doch, stopp, es geht, okay. Ja? Ja, geht. Mach das nochmal, fang nochmal an wie eben. Ganz nach rechts gehen, einen oben erschaffen, nach links gehen. Schießt dir einen hoch, da in das Blaue, in die Lücke. Und schießt dir, genau, geh rein in den... Und schießt dir einen ganz nach rechts in die Lücke schon mal dahinter. Genau, ganz nach rechts zum Ball. Oder so, wurscht. Jetzt gehst du nach rechts. Ach so, jetzt habe ich hier die Tür aufgemacht, dann kann ich den... So, gucken, probieren wir damit mal. So, jetzt kannst du alles wieder resetten. Oder kannst du jetzt da durchschießen eigentlich? Kannst du dich in den rechten reinbeamen? Durch die Wand, oder geht das nicht? Nee, ne? Oder geht es durch die Tür? Okay, nicht ganz. Nee. Aber trotzdem, du kannst jetzt... Mach mal alle zurück, also vereinige dich mal, dass du wieder genug Leute hast. Der rechte bleibt ja da drin, netterweise. Okay, so. Und jetzt kannst du einen hochschießen. Das müsste jetzt alles gehen, genau. Jetzt nach links gehen. Okay, das ist natürlich schwierig, weil der mitläuft. Ne, so geht's nicht, weil dann hast du einen zu wenig. Du kommst... Ah, doch. Du hast einen oben, du brauchst einen oben. Sonst hast du kein Männchen mehr. Nee. Außer wenn du den umbringst. Oh. Also der, okay, ist schon mal hier drin, das ist schon das mal ist gut. Gar nicht verkehrt, ja. Das rote Licht verschwindet, wenn oben einer draufsteht, ne? Wenn ja. Dann geht das Tor auf. Ja. Und wenn... Haben wir jetzt noch einen? Ja, ne? Vielleicht ist auch ein Denkfehler mit dem rechts. Müssen wir nochmal überprüfen, dass er uns nicht woanders fehlt, dass es gar nicht geht. Das hilft ja nichts. Wir müssen jetzt dieses Tor noch irgendwie aufkriegen. Also ich kann hier keinen mehr erzeugen. Ja. Wenn du nach rechts gehst, löst sich aber ich kann den ja jetzt auch nicht mehr töten. Also so viel Denkfehler kann es nicht sein. Ja, man kann das wirklich. Achso, ich müsste ja komplett nochmal aus dem Raum rausgehen. Aber, ja, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das... Ich will das noch nicht aufgeben, die Idee. Es kann sein, dass das halt falsch ist und dass dadurch das Rätsel gar nicht mehr lösbar wird, aber ich will es eigentlich damit noch probieren gerade. Wenn man das Problem ist, wenn einer oben steht, aber nach rechts geht, fällt er sofort runter. Also man kann sobald einer oben steht, nicht mehr nach rechts bewegen. Gehen. Ja.
Man muss sich vorher nach rechts bewegen, also jetzt eigentlich schon vorher. Aber der bewegt sich zu schnell. Man legt ja eine zu große Distanz zurück an der Stelle. Dann fällt er immer schon runter. Das geht also auch nicht. Puh. Das ist echt nicht ohne. Jetzt ist der unten ist halt überflüssig jetzt. Man kann auch nicht irgendwo gegenlaufen, dass der halt einfach nach rechts geht. Man kann auch nicht so weit nach links gehen, dass er sich auflöst, oder? Hoppla. Nee, ist viel zu weit. Okay, das ist echt eine Kopfnuss gerade. Vielleicht ist es total falsch, dass der rechts da drin ist. Ich weiß es nicht. Ist es, glaube ich. Das bringt einem gar nichts. Das ist, glaube ich, eine Sackgasse. Dann weil man nachher einen reinschießen kann man immer noch. Das bringt uns jetzt gerade gar nichts. Ich habe gedacht, wenn man durchs Tor schießen könnte oder so, würde das was bringen. Aber so bringt das gar nichts. Okay. Puh. Jetzt haben wir noch 3-1. Also ich kann mich nur nach links bewegen und dann muss ich... Einer steht dann da oben. Eins. Wie viel können wir noch erschaffen? 3 Stück können wir erschaffen. 3, ja. 1. Wenn wir nach links laufen, stehen wir da. 2. Dann laufen nach rechts, dann fällt er aber runter. Deswegen geht das nicht. Probier einfach nochmal. Das bringt sonst nichts. Zu viel rumzurätseln, dann kann ich mir nicht so gut vorstellen, ehrlich gesagt. Kannst du schon mal... Ah ne, das hatte ich ja eben schon gesagt. Das ist natürlich Quatsch. Jetzt können wir einen hochschießen. So. Okay. Aber wenn ich den auf die Plattform kriegen will... Geh jetzt mal nur... Ich kann höchstens dass hier... Dass er sich auflöst. Ich kann aber hier jetzt auch keinen mehr erzeugen. Ich hab möglicherweise eine Idee... Oh ne, dann ist auch immer noch einer überflüssig. Das bringt nichts. Puh. Ja, ganz schön fies. Ja... Das Problem ist, dass wir dann immer einen zu wenig haben. Und ja, das ist der Sinn der Sache, deswegen verliert man den einen ja hier. Wenn man oben ist, kann man immer nur nach links gehen, sonst fällt er sofort runter. Das heißt, am Ende braucht man einmal noch einen, wie er jetzt steht. Den braucht man ganz am Ende. Und gleichzeitig muss der andere auf der Plattform stehen. Ja, aber wenn der hier steht, dann kann ich mich nicht in den reinswappen und hier einen erzeugen. Das muss halt Umwege machen, untenrum dann wahrscheinlich. Das geht auch nicht. Aber hier deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man den da noch drin hat schon. Das ist schwierig. Das rote Licht geht ja jetzt aus, wenn jemand draufstehen würde. Man könnte sich schon reinswappen. Das rote Licht ist ja aus. Eins. Wie viel kann man jetzt, kannst du jetzt noch machen? 2. Okay, das könnte doch gehen. Du musst... Warte mal. Ja. Ja, natürlich, das ist super. Jetzt kannst du noch einen neu erschaffen. Perfekt. Nehme mit dem linken hier, mit dem oben, der oben steht. Genau, jetzt erschaff wieder einen, dann kannst du nämlich unten, dann wirst du einen los. Das ist es. Super. Jetzt gehst du wieder nach rechts und wirst du halt los, weißt du, was ich meine? Ach so, ja. Dann hast du wieder einen, den du brauchst. Perfekt. Und jetzt? Ja, jetzt unten reinwechseln, oben einen hinschießen. Wieder in die Mitte wechseln und dann hast du es geschafft. Ja, cool. Boah. Das war nicht das Problem, wie wir den unten loswerden, aber es war einfach, indem man oben das 2-3 Mal den Weg abgeht. Ja. Ja, sehr cool. Mein Hirn. So. Ja, aber cool. Sehr schön. Vor allem, wir sammeln die ganze Zeit Orbs und brauchen sie ja gerade irgendwie gar nicht. Ja, besser als umgekehrt. Ja. Immer erstmal sammeln und gucken, ob man es dann braucht. Da ist schon der Ausgang. Sehr schön. So, jetzt sind wir den hier noch. Mhm. Was ist denn eigentlich hier mit? Das haben wir schon gelesen vorhin. Ich weiß nicht, warum er es nicht sich gemerkt hat. Vielleicht ist er mit Blut gestorben. Kannst du nochmal reinschauen? Das hatten wir schon mit Emergency Evac 2. That's killing us. Das war das. Ja, kennen wir schon. Hast du es jetzt gemerkt? Guck mal auf der Karte. Ja. Ja. Er ist immer wie komisch gestorben vorhin. Au. Au, oh, hoppla. Jetzt hast du es schon wieder nicht gemerkt, oder? Guck mal auf die Karte. Ha, deswegen. Oh. Das stört dich jetzt, oder? So ein Fragezeichen. Ich hasse das. Dann
darfst du da nicht sterben. Das ist wie bei diesem Mario Jump'n'Run, wo ich die eine Münze nicht gesammelt habe. Oder bei der Croft in The Guardian of Light. Der Schatz im ersten Level. Der Schatz im ersten Level. Geiles Spiel. So ein cooles Spiel, ja. Ja. Aber das haben wir noch nicht Let's Played. Nee, haben wir noch nicht. So Koop-mäßig. Oh, siehst du, 24. Dabei ist das halt ein super Spiel eigentlich für Let's Play, gerade für uns, ja, wo wir mal zusammenspielen. Perfektes Spiel eigentlich. Sollten wir noch mal eins machen. Das können wir irgendwann mal machen, aber als nächstes erscheint dieses Brothers, A Tale of Two Sons. Das würde ich gerne machen, so Koop-mäßig. Wir haben ja auch noch immer den Plan, hier Battle Block Theater zu spielen. Was? Was ja Battle Block Theater? Was extrem witzig sein muss und spaßig. Auch anspruchsvoll, also ist jetzt vom Skill her ein bisschen schwierig für uns, weil es halt... Ja, das sind wir doch. Hoffe ich auch. Das ist halt vom Plattforming, glaube ich, teilweise aber nicht so einfach. Aber warte mal, ich möchte eine Tür noch erleben. Das ist das Battleblock Theater. Und das Plattforming ist, glaube ich, nicht ganz so unsere Stärke. Ach, wir werden sehen. Aber wir wollen es auf jeden Fall probieren. Schauen wir mal. So, was ist jetzt hier? Möchtest du noch da reingehen? Würde ich schon, Jörg. Nur mal gucken gehen. Metaphysics. Tja. Da ist zu. Dann gehe ich in der nächsten Folge oben in die Tür. Dann gehe ich doch nach draußen, wie es aussieht. Wenn hier die Airlock ist, ja. Ha. Ach, wie gemein. Tja. Na gut, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao, ciao.